Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Degusta-Box ist angekommen und ich wollte heute eigentlich gar nicht drehen, aber ich habe noch ein mega cooles Überraschungspaket bekommen und habe mich jetzt auch nur so ein kleines bisschen geschminkt und das hatte ich gestern auch schon an, als ich Drehtag hatte. Deswegen viele Videos im gleichen Style. Sorry. Aber ich wollte jetzt nicht so viel voll schwitzen, Leute. Heute ist wieder 28 Grad. Unfassbar. Die September-Box, ich sehe schon. Ich habe mir die nochmal bestellt. Leute, oha. Und ich habe mir die Cold-Box bestellt. Für Oktober allerdings nur. Jetzt erstmal. Und zwar für 17,99 €. Da ist nämlich ein Code CBOXDE3. Aber ich habe den in meinem Konto direkt schon drin gehabt und habe den dann angewendet. Das war irgendwie automatisch drin. Und oha. Aber ich war mir nicht sicher, weil man kann die Adresse dann nicht mehr umändern. Und das ist dann noch für März und Mai 2024 und ich glaube, man kann die Adresse dann nicht mehr ändern und genau, ich will jetzt nichts sagen, aber ihr wisst Bescheid. Und deswegen war ich mir da unsicher, aber lohnt sich natürlich noch mehr, wenn man die Dreierbox hier nimmt, aber ich habe das für Oktober jetzt mal genommen und dann kann ich ja eventuell nächstes Jahr bestimmt noch mal bestellen. Genau. Aha, aha. Da ist was drin von T. Oh Gott, ein ganzes Heft mit... Oh! Teerezepten. Sehr cool. Und sowas noch. Gucken wir mal. Oh, ich sehe schon was mega Geiles, Leute. Werther's Original. Caramel Bites, das ist Produkt des Monats. Crunchy. Aber wieder mit Salz. Warum ist immer alles mit Salz? Werther's Original Caramel Bites überraschen durch ihre einzigartige Kombination aus leckerem Werther's Karamellgenuss. Oh, liebe ich. Und einem knusprigen Kern in zwei Sorten. Knackiger Schokokeks. Oder knusprig, luftiger Kern mit Malz. Oh, lecker. Das habe ich mega. Oh, freue ich mich. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir die Box ja nochmal bestellt. Ich bin so ein Gierhammel, Leute. Aber bei Essen, ja, muss halt. Bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich da noch die andere Variante mit drin. Kann ich die auch mal austesten. Ja. Wäre auch sehr cool. 2,19 € kostet das. Mega. Ich habe jetzt gerade schon Gummibärchen gegessen und wir haben gerade Mittag gegessen. Deswegen, ich habe jetzt absolut gar keinen Hunger. Ich bin so satt, Leute. Deswegen, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht wirklich was probieren. Und ich habe auch gestern und vorgestern Videos gedreht, wo ich was probiert habe und die Tüten aufgerissen habe. Und deswegen, ich möchte das erstmal, dass das dann gegessen wird, weil ich möchte hier keine Lebensmittelverschwendung machen. Genau, ich weiß, dass das jetzt einigen hier wieder nicht so gefällt, dass ich das nicht alles aufreiße und probiere. Aber Leute, bitte, es sind Lebensmittel. Genau, nächstes, das kenne ich nicht, OLW. Ich kenne das nicht, aber ich finde das mega gut jetzt schon. Cheeseballs. Geil. Cheese Doodles oder Cheese Balls. Und diese Cheese Doodles, das sieht so aus wie Flips, ist ein knuspriger Mais-Snack mit echtem Käse. Und diese Cheese Balls hier, die sind, glaube ich, auch aus Mais. Oh, mega. Oh. Ich möchte wirklich das nicht auch noch aufreißen. Hab noch drei Tüten offen. Und die Gummi und zwei Tüten Gummibärchen. Leute, ich fasse das nicht. Es geht noch gut weiter. 1,99 €. Gott sei Dank habe ich mir die Box nochmal bestellt.
nächstes. Sehr, sehr cool. Kann das sein, dass die Post kommt? Schon wieder? Weiß nicht. Aber hier ist was von Demeter drin. Bio Organic Slow Bio Vital Rusti mit Weizen-Sauerteig. Und ich hoffe, Cosmo hört gleich auf zu bellen, weil nämlich die Kleine schläft. Das sind Brötchen, ich denke zum Aufbacken. 3,49 Euro. Zeit und Ruhe. Davon bekommen Slow Bio-Brötchen eine Menge. Ganze 24 Stunden. Zu Hause dann ab in den Backofen und nach nur 10 Minuten ein volles Aroma, eine knusprige Kruste und eine lockere Krume genießen. Pure Genuss aus 100% natürlichen Zutaten in Demeter-Qualität. Ja, freue ich mich. Sieht super lecker aus. Wie viele sind denn da drin? 4 Stück. Sehr cool. Seh was. Ich habe hier die Tür offen, oh Gott. Aber das hier ist auch drin. Und ich weiß, wer sich das krallt, aber darf sie auch haben, die große. Vegetarischer Mühlensnack, Typ Salami im Teigmantel auf Basis von Weizen. 1,29 Euro ist so lecker. Und das hat sie sich letztens gewünscht, ob ich mal sowas kaufen kann, dass sie das in die Schule mitnehmen kann. Leute, bei aller Liebe, aber das finde ich jetzt kein richtiger Pausensnack. Weiß ich nicht, ich bin hier eher so, ich möchte eher so Tomaten und Gurken und ein Vollkornbrot mitgeben mit Frischkäse. Das ist jetzt eher so meine Vorstellung von einer Brotdose, aber da treffen wir uns nicht, ne? Ist klar. Aber ab und zu mal darf es dann auch was anderes sein. Sie hat sich gewünscht und jetzt ist es da drin und deswegen, ja, darf das dann mal in die Brotdose. Na klar, aber das schmeckt super, super lecker. Das kenne ich nämlich. Und dann habe ich hier drin Tia Taste My World Edition. Oh, aber was? Das hier, das sieht so bunt gemischt aus. Neu. 2,49 Euro. Entdecke die Welt mit Tia. 4 Bio-Teesorten zum Probieren und Lieben lernen. India, Italy, Orient oder New Zealand. Und ich sag's euch, Leute, die Tees schmecken unfassbar gut. Ich habe davon schon ein paar Sorten probiert. Und aktuell habe ich Hibiskus und, ich glaube, rote Beeren bei mir in der Box. Und das schmeckt auch so gut. Wirklich so gut. Richtig tolle Tees. Und das finde ich cool. Da sind jetzt 4 verschiedene Sorten mit drin. Und kann man sich da mal durchtesten? Ich glaube, Italy hatte ich auch schon mal. India spricht mich auch total an. Oh, das riecht auch schon so ein bisschen nach Weihnachten auch. Mega, aber was sind denn da für Rezepte? Da macht das Ding natürlich auch Sinn. Was gibt's denn da? Oha, voll viel. Okay, Taste My India. Ingwer Chai mit Vanille. Sieht so gut aus. Dann, noch ein Rezept, ein Essensrezept mit Reis und mit diesem Tee, das ist ja krass. Dann eine orientalische Frühstücksbowl mit Taste My Orient. India ist mit Orange, Ingwer und Tulsi, kenne ich nicht. Orient ist mit Feige, Blutorange und Zimt. Das ist meins. Dann New Zealand ist mit Manuka-Honig und Lemon-Myrte. Das, ja, bin ich so der Honigfreund im Tee. Aber das sieht jetzt ganz gut aus hier. Kräuterlimonade mit Apfel. Und hier hinten geht es weiter mit Italy. One-Pot-Pasta mit Basilikum-Topping. Und mit Orient nochmal orientalischer Gewürzpunsch. Ja, Leute, ich habe doch gesagt, das riecht schon nach Weihnachten.
Ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, ich hätte jetzt ja richtig Bock auf Weihnachtsmarkt. Hat auch gesagt, hast du einen Knall? Draußen war es 29 Grad und ich habe gedacht, so, ich könnte jetzt mal auf den Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich war es mir einfach zu heiß und ich brauchte eine Abkühlung. Aber ich habe dann auch gesagt, jetzt stell dir das mal vor. Du stehst so schön auf dem Weihnachtsmarkt, isst eine Wurst, Glühwein dazu. Hat er gesagt, ja, okay. Fühle ich auch. Weiß ich nicht, ich habe da schon Lust drauf, schon wieder auf Weihnachten. Auf die Fresserei. Okay, es geht weiter mit, das ist so niedlich, Tomatenketchup in dieser kleinen süßen Verpackung hier. Ich kenne das nur in so groß, dass das im Kühlschrank nirgendwo reinpasst. Und jedes Mal, wenn man den Kühlschrank aufmacht und zumacht, aus dem Regalfach rausfällt, weil es umkippt. Und zwar in der Curry-Variante, so kenne ich das nur. Aber es gibt hier noch ganz normal Tomatenketchup, richtig cool, finde es so niedlich aus. 2,39 Euro und Ketchup. Ich meine, ich habe Kinder zu Hause und ich esse auch gern Ketchup. Das geht immer. Sehr cool. Kann ich auch mega gut gebrauchen. Was gibt's noch? Oh, ich sehe was Gutes. Aber ich zeige es euch noch nicht. Nächstes Foodie von Ehrmann. Schokolicious. Mein Mann mag sowas ja sehr gerne. Der kauft sich da auch immer diese andere Variante. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und da schwärmt er auch total von. Kann er mal ausprobieren, kann er sich mitnehmen. Ich esse lieber was Richtiges. Aber wenn man keine Zeit hat und für unterwegs oder irgendwie andersweitig das halt braucht, ist mit 30 Gramm Protein sehr cool, dann finde ich das auf jeden Fall eine gute Alternative. Wie gesagt, bevor man gar nichts isst oder ja, einem dann nachher schlecht ist vor Essen. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Ja, kann man sich auf jeden Fall ab und zu mal holen, wenn man im Stress ist. Genau, finde ich gut, dass es sowas gibt. 3,49 Euro und ein Foodie ist gleich eine Mahlzeit. Wie gesagt, 30 Gramm Protein, Vitamine, Mineralstoffe und wichtige Nährstoffe. Genau. Da muss man nicht mit leerem Magen. Auch cool. Dann geht's weiter, da freue ich mich drüber. Karolinen aus gutem Grund, Zitrone, Holunderblüte. Ich kann das nicht aussprechen. Ohne Kalorien. Oh, ich bin mal gespannt. Freue ich mich. 55 Cent, das ist in Ordnung auf jeden Fall. Mineralwasser, da freue ich mich. Sehr cool. Ein Liter, richtig gut. Mag ich, wenn sowas drin ist. Weil da, wo ich einkaufen gehe, da gibt es nichts. Da gibt es sowas alles nicht. Oh, Leute, ich zeige euch das zum Schluss. Das ist so geil. Aber ich zeige es euch erst zum Schluss. Hier haben wir noch was, das liebe ich. Sunrise. Original. Das schmeckt so gut. 1,79 Euro. Das liebe ich. Oh, auch diese großen, ne? Dürfte ich mal früher immer vom Einkaufen mitnehmen. Oh, lecker. Liebe ich einfach. So gut. Und ich kriege die Box zweimal. Leute, macht das auch. Bestellt euch zweimal. Lohnt sich. Und dann haben wir hier noch was von Grison. Und das ist so cute. Zebras. Das heißt Zebra Bites. Und ich finde, das sieht so süß aus. Waffelecken mit Nuss-Nougat-Creme. Unverschämt. Oh, das ist bestimmt super lecker. Ich würde so gerne alles aufreißen, aber ich lasse es, wie gesagt. Das zieht dann Feuchtigkeit und dann schmeckt das alles nicht mehr. Deswegen erstmal was aufbrauchen. Oh, so gut. Leute, das war eine richtig, richtig geile Box. Ich weiß nur gerade gar nicht, was mein Favorit ist. Ich fand echt alles mega gut. Oh, ich habe ja noch was vergessen. Leute, da ist noch was drin. Ich denke gerade, hä, da ist ja noch was drauf. Das hatte ich gar nicht. Schoketten. Wir sind noch gar nicht am Ende. Es wird ja immer besser. Salz, Karamell, Crisp. Und hier wieder Salz. Warum ist immer Salz? Weiß ich nicht, aber das scheint sehr beliebt zu sein und darum ist das halt jetzt so vielfach vertreten.
Ich mag es ab und zu auch mal ganz gern. Ich finde halt vor allem in Kombination hier mit Karamell ist es nicht schlecht. Auch cool. Schokolade 1,49 €. Oh, jetzt ist aber leer. Ja. Richtig, richtig geile Box. Kann ich euch absolut empfehlen. Und ich finde das hier so schön. Guckt mal. Bin schon wieder voll in Stimmung hier. Kürbisdesign. Und, ach, ich liebe das. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal und bekomme bei Starbucks eine Pumpkin Spice Latte. Ich habe ja hier nichts in der Nähe, aber meistens fährt mein Mann dann extra mit mir irgendwo hin, wo es einen Starbucks gibt. Und meistens ist dann genau das ausverkauft. Ja, naja. Neues Jahr, neues Glück. Mal gucken, vielleicht erwische ich. Und dann werde ich das auch mal gerne ausprobieren. Bin ich nämlich schon ganz scharf drauf. Natürlich. Bin bereit. Das war's. Wirklich jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut in die Infobox. Da ist auf jeden Fall ein Rabattcode für euch dabei. Ein Link ist das. Da könnt ihr sparen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.